Hallo zusammen. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich die Caster fürs Angeln herstelle, wenn ich genügend Zeit habe. Wenn ich weiß, ich gehe zum Beispiel nächsten Sonntag angeln, habe eine Woche Zeit, Vorlaufzeit, dann nutze ich die Zeit und produziere meine Caster in der Regel selbst. Wie das genau funktioniert und auf was ihr da ganz genau achten müsst, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, das erkläre ich euch in diesem kleinen Video. Viel Spaß beim Gucken.